What is this place, Idea? A very good question. I never knew there was such a village on the Eastern Passage's byway. Marja, is that you? Huh? I am mistaken. You are much too young, though there is a resemblance. Might I have your name, young one? Idea. Of course. That explains the resemblance. This is the birthplace of the Lord Marshal and his wife, the Lady Marzer. What's this? I'd never heard of such a place before. Why are there so many graves? So you know not of the Great Plague? Well, perhaps it is best that way. Und damit willkommen zurück hier im Waverly Default. Im letzten Part sind wir eigentlich auf dem Weg gewesen zu irgendeinem Turm. Turm der Unsterblichkeit oder wie der auch heißt. Und haben eigentlich den zentralen Weg genommen. Und ich habe jetzt hier offscreen mal den längeren Weg gewählt und habe das da gefunden. Und das sagt mir jetzt persönlich, geh nicht den zentralen Weg, schau dich hier um, weil sonst verpasse ich hier noch etwas. Das darf ich ja nicht vergessen. Hier wird ja nicht alles hinterhergeschmissen, was ich auch gut finde. Ja, dann schauen wir uns hier mal um. Große Seuche. Mal schauen. Mit dir rede ich nicht. Es schaut so aus, dass es mit dir weitergeht. Hey, du Ziege, Goat, irgendwas. Widder, was auch immer du bist. So, bei dir kann man speichern. Warum verfolgst du mich eigentlich immer? Was, wenn das der Endgegner ist? Kann sein, dass der Endgegner ist. Dass du keine Lehre sollst und so. Amigo-Bot, nein. Ich möchte keine Bots haben. So. So, was sagst denn du hier? Die Seuche war furchtbar. Sie hat gewütet wie ein Waldbrand. Nur wir haben sie überlebt. Gebrannt hier in dieser Winterregion? Oder halt Metapher, ne? Gebrannt. Alles niedergebrannt. Alle Menschen. Ich habe keine Ahnung, was in der Welt dort draußen passiert. Diese alten Ohren bekommen nichts mit. Aber das ist auch irgendwie traurig. Ja, das war wahrscheinlich euer Dorf. Aber die ganze Zeit hier bleiben, ja, vielleicht wollen sie aufpassen auf die Gräber und so. Also ja, ich verstehe schon. Vielleicht seid ihr solche Leute, was ja nichts Schlimmes ist. Dann verbringt ihr euer Leben halt hier. Ich würde es nicht machen. Aber das ist meine Einstellung. Yes, perhaps. What is it? Yes, the Great Plague. 20 years have passed since it first struck. A sickness that began in eastern lands soon spread, wreaking havoc across the world ere it reached our land. It struck the year after your parents were wed and moved to the city, you know. Once the plague took root in Gravemark Village, all roads out of the village were closed. It was on orders from the head temple of the Crystal Orthodoxy, ruler of this land at the time. But I still believe they made the right choice. After all, the city of Eternia was spared the Great Plague's devastation. Millions upon millions across the world lost their lives in a matter of months ere the plague subsided. And I have been tending the graves ever since. Your parents paid us a visit upon the roads reopening, you know.
They seem truly sorry that their hometown had to be forsaken for the good of the city. Yes, perhaps. What is it? Edea, your mother and father were born right here in this village. Though they were 5 years apart, they were quite close, you know. They lived near each other, and their families got along quite well. It was as if they were brother and sister. At age 18, your father left to enter an elite school in the city of Eternia. He was the great hope of the village, you know, and he did all in his power not to disappoint. He eventually graduated at the head of his class and made a name for himself in the city. The pride and joy of our village he was. It was 21 years ago when your father asked for your mother's hand in marriage. She just 19, and he but 24. So it was they began a new life together in this city of Eternia. It was the following year that the great plague struck our village, wiping out most of the residents. Yes, perhaps. What is it? You may stay the night if you so wish. Ich frage mich halt nur, warum jetzt Edias Vater so geworden ist, wie er jetzt handelt, ne? Warum lässt er so ein Leid zu, mir fällt's gerade auf, ich raub hier gerade Gräber aus, ne? Sorry. Ich frage mich halt nur, warum unterstützt er so ein verwerfliches Handeln, was wir bis jetzt so erlebt haben? Das ist mir noch nicht so schlüssig. Generell, die Story ist nicht so schlüssig. Warum erzählt uns keiner was? Aber das habe ich ja schon gesagt. So, speichern wir jetzt mal ab und schauen uns mal die anderen Wege an. Weil sowas möchte ich auf gar keinen Fall verpassen, nicht persassen oder was auch immer ich sagen wollte. Da oben ist auch eine Höhle. Mal schauen, wo der Weg uns so hinführt. Wartet hier auch noch irgendein Monster auf uns? Müsste ja eigentlich, oder? Sollte ja der lange Weg sein. Und der nicht so beschwerliche Weg. Und wartet hier irgendein Monster auf uns? Nö. Ernsthaft? Hier hätte kein Monster auf uns gewartet. Hier hat er letztens ein Monster gegen uns gekämpft, aber wir haben es fertig gemacht. Und da unten ist auch noch ein Weg. So, das ist der andere Weg, der uns jetzt nicht interessiert. Und hier oben wartet der Drache auf uns. Aber das ist der gleiche Gegner, oder? Wie wir es schon gehabt haben, wie es ausschaut, vielleicht. Obwohl, der andere hat doch ein bisschen... Der Wächter vom letzten Part hat ein bisschen anders ausgeschaut, oder? War mein Empfinden. Das war's wohl. Was ist hier? Betrachten wir mal diese Festung hier. Diese imposante. Vampirschloss. Okay. Weiter. A castle made of ice? There's but one word that comes to mind. Imposing. What is this place? Castle Frostcoffin. It's been abandoned for 2,000 years.
The people of this land call it Vampire Castle, and fear to tread anywhere near it. Vampire Castle? Sounds like an adventure. What are we waiting for? The door won't budge. It seems the way is barred. They say this door suddenly appeared one day amid a fierce blizzard, but it has been shut tight ever since. Let's move on. Our quest lies with the Earth Crystal. Ja, ja, aber ich möchte auch erkunden. Ja, ich möchte ja möglichst 100% hier machen. Ja, dann wird hier später was sein. Aber Vampir, ich habe schon gehört, dass es hier irgendwas, dass es hier einen Vampir-Job gibt. Aber von der Story her haben wir noch kein Vampir gefunden, oder? Naja, mal schauen. Und vielleicht könnte sich ja aus dieser Seuchengeschichte in diesem einen Dorf auch was entwickeln mit irgendeinem Job. Aber wer könnte das sein? Könnte es? Nee. Es würde halt passen, wenn wir dann gegen Idias Vater dort kämpfen, so als Sidequest. Aber ich glaube wohl, das gehört zur Hauptstory. Wollen wir auch gegen diesen Drachen kämpfen? Ja, warum nicht? Warum nicht, wenn wir schon hier sind? So, schaust du? Ja, schaut ein bisschen anders aus. Mal schauen. So wie ein Zombie. Naja, aber das gleiche wie immer. Nämlich in die Verteidigung und mit dir einfach mal Zombie-Drache. Mal schauen, was hier so gespielt ist. Autsch, hör doch auf. Untot. Was war deine Schwäche? Feuer und Blitz. Ist auch schon. Aber der hat nicht zu viel. Das wird ja easy peasy hier. Oder können wir ihn mit einem Schlag vernichten? Können wir das machen? Wenn 5000 Einschlag ist, dann vier. Ja. Sollte eigentlich schon gehen. Sollte gehen. Einfach mal mit Feuer, oder? Oder mit. Ja, Feuer. Ist eigentlich wurscht. So. Hast du irgendwas Stärkung? Was? Alle haben Wasserstärkung, keine Feuerstärkung. Das ist nicht so gut. So, Eiska. Eigentlich wäre es ja besser, wenn man keinen Schwarzmagier hochtrainiert so gesehen. Und stattdessen so einen Beschwörer. Eigentlich das. Ich habe ja letztens gerätselt, was besser wäre, so ein Schwarzmagier oder doch ein Beschwörer. Aber ich würde dann schon sagen, ein Beschwörer, weil der den Boost hat von den Magic Points, ne? Die blaue Leiste. Da kriegt man einen gewaltigen Boost. Und das wäre dann doch viel besser. Also, bin ich dann jetzt doch der Meinung, so ist es mal. Kann natürlich auch nach hinten losgehen oder irgendwie so. Das werde ich dann jetzt sehen. Aber ist auch egal. So. Was? Hey. Ja, toll, dass ich das erfahre und jetzt vier Runden lang angegriffen werde. Ja. Was soll das? Soll das eine Verarschung sein? Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch einmal kommt. Aber greifen wir einfach an. Einfach wieder angreifen, ne? So. Kann ja nicht nach hinten losgehen und so. Ja, doch mal angreifen. Also wenn das jetzt nach hinten losgeht, dann verstehe ich schon, dass das mein Fehler war, aber ja, mal schauen. So. Aber jetzt hält er nicht mehr so viel aus. Oder? Ja. Jetzt hör auf, mich anzugreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Das tut man nicht. So. Ja. Der andere war wesentlich leichter, aber das wussten wir so gesehen eigentlich ja auch, ne? Bevor wir jetzt da in diesen Turm reinschreiten, würde ich sagen, gehe ich nochmal zurück zu der einen Stadt, zu Eternia, und heile mich. Ich frage mich nur, wie können wir zu den Höhlen gehen? Da führt irgendwie kein Weg hin. Naja, das werden wir schon früher oder später erfahren. So, was ich mich auch jetzt offscreen gefragt habe, mich selber, und was mir aufgefallen ist.
ist ja, dass ich jetzt bei Eternia, bei dem Soundtrack, ja dauernd jetzt die letzte Zeit so angefangen habe, so schön. Aber bei anderen Soundtracks, wie zum Beispiel hier, der Overworld-Theme, da tue ich das nicht mehr. Und das ist auch es ist merkwürdig, aber auch interessant zu beobachten, sowas, weil ich liebe auch diesen Theme hier, der jetzt gespielt wird. Oder andere, die Kampf-Themes, die sind genauso geil. Aber ich glaube, das wurde schon so eine Gewohnheit. So eine Gewohnheit, und deswegen spreche ich das eigentlich nicht mehr an. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich sie nicht genieße. Wahrscheinlich genieße ich die so in meinem Hintergrund. Und weil jetzt der andere Track neu ist jetzt für mich, genieße ich den noch mehr am Anfang. Und dann irgendwann wird der auch zur Gewohnheit, nicht Gewohnheit. Gewöhne dich die Gewohnheit. So. Aber auch interessant zu sehen. Und so, da können wir nicht hin. Okay, dann schauen wir da mal rein. So. Aber es schaut schön aus. Zentralkommando von Eternia. Schaut aus wie eine Etemia. Etemia, was wartet hier auf uns? It was here that I was raised. I feel as if I haven't been back in ages. But it hasn't truly been so very long. They say home is where the heart is. But all I feel is loneliness? Oh, spare me your sickly sweet nostalgia. I mean, we're going to kill you anyway, so... You! You're the one who slew Olivia! I bid you, Victoria, unleash your full power. Spare nothing. I wouldn't have it any other way. The kid gloves are coming right off! Marshal's daughter. I'll not rest until you lie dead at Victoria's feet! Fine. Then I'll not rest until that foul-mouthed girl falls head over heels for me! I'll have you know I'm in top form today. Now you'll see just how helpless you are before me. Go ahead and try and escape. I'm going to toy with you like a cat before I really sink my teeth into you. Not talking so big now, are you? I grow bored with this. Better say your prayers. This ends. Oh, it's happening again. Victoria! Than I had feared. We must seek treatment at once. Hey, wait! Ich
Ich habe jetzt schon befürchtet, wir müssen gegen sie antreten, so unvorbereitet. Aber was ich mich jetzt auch frage, warum greifen wir sie dann jetzt gleich nicht an? Das wäre eigentlich das Klügste in dieser Situation gewesen. Dann hätten wir so gesehen eine Chance gehabt, weil wie es jetzt ausschaut, wenn sie im Besitz ihrer vollen Kräfte ist, dann haben wir anscheinend keine Chance gegen sie, aber so hätten wir perfekt angreifen können. Aber nein, wir machen wieder nichts und stehen nur blöd da und sie können jetzt wieder fliehen. Naja. Aber jetzt bin ich doch froh, dass ich nicht gegen sie antreten muss, weil ziemlich unvorbereitet und sowas. Ja. Ja. Gut. Was sagst du noch? Diese Beißen, die beiden stehen im Weg. Um zum Zentralkommando zu gelangen, müssen wir sie besiegen. Was? Jetzt müssen wir doch gegen sie antreten. Ist das jetzt so eine nette Geste vom Spiel und sagt jetzt kannst du dich vorbereiten. Aber wenn du jetzt weitergehst, dann geht die Sache so richtig los. Naja, aber ich wollte sowieso jetzt hier den Part beenden. Und wie es jetzt dann ausschaut, das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Also macht's gut und ciao.